So, Leute, da sind wir beim nächsten Secret Lair Opening. Just Add Milk. Das erste Secret Lair, das ich mir selber geholt habe seit einer Weile, weil ich kein Fan von Secret Lair bin. Selbst die voll Secret Lair, die non-foll Secret Lair, die voll sind sowieso von Arsch. Ich habe mal ein Video gemacht, wie meine Talias aussehen. Die sehen immer noch so aus. Ich bin kein Fan von Secret Lair. Ich persönlich mag es nicht. Ich finde die meisten ziemlich mies. Die hier finde ich ganz witzig, weil ich daraus eine Karte haben wollte, die so sehr günstig war. Normalerweise macht man das nicht. Karten, die hier drin günstig waren, werden meistens sehr schnell reprinted. Oder halt irgendwie sind es nicht wert, muss man einfach sagen. Und ja, ich habe mich halt zu breit schlagen lassen. Ich finde die Ciclea cool. Ich muss sagen, das ist ganz nett. Gucken wir einfach mal rein. Wir haben hier Thank you for being a part of Ciclea, Ciclea, Ciclea mit so einem Ding-Effekt, ganz nett. Und wir haben die Just Add Milk. Und dann sehen wir schon die erste Karte, die ich haben will. Das ist die Karte, weshalb ich die geholt habe. Ulamog the Ceaseless Hunger Devoid for Flavor. 10-10, da unten steht es tatsächlich drauf. Und ja, ich bin gespannt. Das ist eine Doppelkarte. Und auf der Rückseite ist es Ulamog the Ceaseless Hunger has escaped and he's after your cereal. Connect the identical Hadrons banished for Ulamog. Das Spannende daran ist, ich bin ja alt. Und ich bin so alt, dass ich sowas auf Kellogg's Packungen tatsächlich noch kenne. Und ja, die hießen Kellogg's und nicht Cornflakes. Kellogg's. Für mich heißen das auch Lego. Oder Tempo. Und nicht Taschentücher. Und ja, dementsprechend ist es drauf. Ich find's lustig, unten drunter steht drauf Eldrazi. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich diese Seite spielen, statt diese Seite. Weil hier steht nicht drauf, was er tut. Hier steht ja tatsächlich drauf, was er tut. Er ist ein 10-Mana Eldrazi, indestructible. Und wenn er angreift, exiliert Defending Player 20 Karten. Hier steht ja drauf, was er tut. Finde ich großartig. Finde ich als Karte wirklich witzig. Auch unten mit dem grinsenden Ulamog. Das wird eine Karte, die ich spielen werde. Sorry dafür. Dann, Etali Primal Storm, share with your friends, 6-6. Etali ist dieser komische rote Drache, für 6 Mana Elder Dinosaur. Und wenn er angreift, exilieren wir die oberste Karte von jedem Spieler aus der Bibliothek. Wir können die casten without paying their Mana Cost. Ist ganz nett, so ein Commander-Ding. Wichtig hierbei ist Kicking Up Clouds with Storm Sudoku. Sudoku ist zu neumodisch, das finde ich nicht so cool. Ich bin eher so der altmodische Mensch. Und fill the empty spaces, so each item only appears once in each row and column. Das heißt, die Sachen dürfen nur einmal so und einmal so auftauchen. Und einmal in dem Bereich. Super interessant, Sudoku gab es damals, als ich jung war, auf den Kellogg-Packungen nicht. Dann haben wir noch Galata Primal Hunger 12 Mana, 12 Stealth, Stompilicious. Das sind die guten. Das sind die richtig guten. Das hätte ich gerne auf dem Ulamog gehabt. Das finde ich großartig. Das sind 12-12 Elder Dinosaur und kostet X Mana weniger, wobei X die Total Power ist und Creature New Control. Und naja, man kann halt hier Wörter finden, die man dann einkreisen kann. Das habe ich bis zum Erbrechen gespielt. Auf den Kellogg-Packungen. Das habe ich wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Und ja, wenn, dann würde ich nun wieder mal so rumspielen. Unser Hidden Drag ist ein Essence Sliver. 4 Mana, 3-3. Whenever Sliver deals damage, it controller gains that much life. Also Lifelink praktisch. Nur nicht ganz Lifelink. Und ja, Ulamog für diese Karte, für diese Magic-Karte, die sich übrigens anfühlt wie ein Token. Aber ein Blue Core hat. Also die sind wirklich flimsy dünn. Wow, es fühlt sich wirklich an wie ein Token. Ja, es sieht auch aus wie ein Token. Es fühlt sich nicht nur an wie ein Token, es sieht auch aus wie ein Token. Es wirkt einfach wie so eine Tokenkarte. Ich kann es nicht anders sagen. Es wirkt wie eine Tokenkarte. Und die einzige echte Magic-Karte hier drin wirkt wie das da. Und ja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß.
Und für euch die Frage, würdet ihr diese Cerealien essen oder sie spielen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie hinten drauf einfach ausmale und behalte. Oder ob ich sie nicht ausmale und was anderes mache. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.